Am 2. November ist in der Berliner Zeitung eine Stellungnahme der Journalistin Nemi El Hassan, ich bin Palästinenserin, deal with it, erschienen. Ich finde es ja eigentlich immer richtig, wenn Leuten die Chance gegeben wird, selbst Stellung zu beziehen. Wobei man sich da an der ein oder anderen Stelle eine Einordnung gewünscht hätte. Aber dafür bin ja ich da. Ein klein wenig zur Vorgeschichte. Nemi El Hassan sollte das Wissenschaftsmagazin Quarks moderieren. Nachdem aber einige, ich nenne das mal antisemitische Vorfälle, im Zusammenhang mit der Moderatorin bekannt geworden sind, hat sich der WDR entschieden, die potenzielle Moderatorin zunächst zu suspendieren und jetzt jegliche Zusammenarbeit zu beenden. Im Besonderen geht es darum, dass die junge Dame vor einigen Jahren auf der Al-Quds-Demonstration mitgelaufen ist. Bei dieser Demo wird traditionell eine Auslöschung des Staats Israel gefordert und regelmäßig antisemitische Parolen gerufen. Erst vor einigen Monaten hat sie den Ausbruch einer Gruppe Palästinenser aus einem israelischen Hochsicherheitsgefängnis geliked. Interessant ist, dass der Artikel mit den Worten, Zitat, nach einer rassistischen Bildkampagne suspendiert der WDR Nemi El Hassan von der Rolle Quarks zu moderieren, beginnt. Bereits das suggeriert, dass hier offensichtlich die Täter-Opfer-Rolle umgekehrt werden soll. Wenn man solche Behauptungen aufstellt, wäre es schön nachzuweisen, inwiefern die Bild-Kampagne rassistisch war. Ich habe dafür zumindest keine Anhaltspunkte gefunden. Es sei denn, ab sofort ist die Kritik jeglicher Person, die nicht weiß ist, von Grund auf rassistisch. Man mag auch im Fall dieses Artikels der Bild mal wieder vorwerfen, dass der Artikel reißerisch gestaltet ist. Aber es ist fast schon Pflicht, dass, wenn jemand in einer doch herausgehobenen Position in antisemitische Vorgänge verwickelt ist, die Presse auch darüber berichtet. Im ersten Teil des Artikels beklagt Nemi El Hassan, dass sie jetzt unter erlernter Hilflosigkeit leidet. Was sie damit meint, ist, dass jetzt jeden Tag, ein klein wenig übertrieben, eine neue Missetat aus ihrem Leben ans Tageslicht gezerrt wird und sie nichts gegen die Demontage ihrer Person unternehmen kann. Nun, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das für sie seelisch belastend ist. Aber wer trägt die Verantwortung dafür? Derjenige, der die Missetat begangen hat, oder derjenige, der sie ans Tageslicht zehrt. Ja, sie leidet darunter. Möglicherweise sollte man, wenn man etwas Schlechtes getan hat, dann auch ein klein wenig unter den Folgen leiden. Ist doch irgendwie auch gerecht, oder? Ich zitiere aus der Stellungnahme. Sie muss erkennen, dass all das Handwerkszeug, dessen man sich im Laufe der Zeit zu bedienen gelernt hat und das sonst in Ausnahmesituationen half, plötzlich wirkungslos geworden ist. Man lernt, dass die Wirkmächtigkeit des eigenen Handelns und damit der Einfluss auf alles entscheidende Geschehnisse nichtig ist. Eine in seiner Absolutheit brutaler Kontrollverlust. Besser wäre es, wenn sie mal anfangen würde, etwas aus dem, was sie falsch gemacht hat, zu lernen. Im Übrigen kommt man dann vielleicht auch mal darauf, dass das Handwerkszeug
dessen man sich bedient, um diese Krise abzufedern, vielleicht das Falsche ist. Sich als Unschuldslamm zu präsentieren und dreist anderen Rassismus zu unterstellen und eine Verschwörung zwischen Medienhäusern und irgendwelchen Kräften zu konstruieren, ist vielleicht der falsche Weg. So muss man wenig später auch lesen. Hier die vermeintlich antisemitische und islamistische Moderatorin mit palästinensischen Wurzeln, der angeblich die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken fehlt, weil sie Muslimin sei. Dieser Gedankengang wird dem ehemaligen Bildchef Julian Reichelt zugeschrieben. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was der Herr Reichelt denkt. Ich hätte da auch gerne eine Quelle, aber kein vernünftiger Mensch, sprich jemand, die Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken aufgrund der Religionszugehörigkeit ab. Im Gegenteil, wenn man sich den Lebenslauf anschaut, hat die junge Dame sich durchaus im wissenschaftlichen Denken ausgezeichnet. Aber vielleicht sollte ihr jetzt jemand auch mal sagen, dass es hier nicht um die Befähigung zum wissenschaftlichen Denken, sondern um moralische Integrität geht. Vorgeworfen wird Nemi El Hassan auch, dass sie den Begriff Dschihad schönfärbt. Wörtlich sagt sie in einem Beitrag für die Bundeszentrale für politische Bildung: Dabei ist Dschihad für mich eine Vision vom sich selbst hinterfragen und davon Ideale zu tragen, vom Willen besser zu werden, für sich selbst, die Gemeinschaft und Gott. Dschihad heißt, menschlich zu sein und zu bleiben und die eigenen Geister fortzutreiben, sich nicht einnehmen zu lassen von Gier und Eigensucht, sich zu stellen diesem Kampf, statt es sich einfach zu machen, und zu wählen die Flucht. Kritiker werfen mir daher vor, dass sie den Dschihad, den wir ja alle eher durch Kopfabschneiden und Terroranschläge kennen, damit verharmlost. Da muss ich jetzt aber zugestehen, dass dieser Punkt zumindest auf theoretischer Ebene an Nemi El Hassan geht. Es wäre ein Segen, wenn mehr Muslime den Dschihad so interpretieren würden. Und schön wäre es ja auch, wenn zumindest Nemi El Hassan jetzt einmal diese Interpretation des Dschihads auch tatsächlich umsetzen würde. Dabei zu sein, wenn Parolen zur Vernichtung von Israel geschrien werden oder die Flucht gewalttätiger Terroristen zu feiern, scheint mir jetzt nicht so menschlich. Zu dem Vorwurf an Nemi El Hassan, dass sie den Bericht über einen Gefängnisausbruch geliked hat, schreibt sie selbst: Dass aus dem Posting zum Ausbruch der Gefangenen nicht ersichtlich war, weshalb diese überhaupt im Gefängnis saßen, wurde dabei mutwillig verschwiegen, um mir eine Affinität zu Gewalttaten unterstellen zu können. Na klar, logisch, wenn es sich um politische Gefangene handelt, die sich friedlich für die Rechte von Palästinensern einsetzen, dann hat die junge Dame natürlich recht und muss für ihr vorbildliches Engagement sogar ausdrücklich noch gelobt werden. Laut Bild-Zeitung war aber zumindest einer der Täter an der Entführung und Ermordung eines 18-jährigen Israelis beteiligt. Ich habe da auch selber noch ein bisschen recherchiert und bin dabei auf einen Gefängnisausbruch gestoßen,
Demzufolge es sich bei allen Tätern allesamt um gefährliche Terroristen gehandelt hat. Also, liebe Nemi El Hassan, wie soll man das denn bitteschön interpretieren, als dass eine gewisse Affinität zu verübten Gewalttaten bestand? Muss natürlich nicht stimmen. Der vegane Adolf Hildmann behauptet ja auch stets, der Jude lügt. Statt irgendwie über ihre Aussagen und Likes zu reflektieren, suhlt sich die junge Palästinenserin lieber in der Opferrolle. Zitat: Wir sollten schweigen, wenn Menschenrechtsverletzungen geschahen. Wir sollten schweigen, wenn Palästinenser vertrieben wurden. Wir sollten schweigen, wenn hier in Deutschland eine Symmetrie in kriegerische Auseinandersetzungen hineinfantasiert wurde, die nie existierte. Nein, niemand in Deutschland sagt, dass sie oder irgendein anderer Palästinenser dazu schweigen soll. Im Gegenteil, gehen Sie auf die Straße und machen Sie auf das Unrecht aufmerksam. Ich werde dafür auch Beifall klatschen. Nur, wenn Sie anfangen, das Existenzrecht von Israel zu bezweifeln, dann gibt es halt eben auch Buhrufe. Deal with it. Ich selbst, das bekenne ich hier, bin auch für eine Zwei-Staaten-Lösung und auch dafür, dass der Druck auf Israel ausgeübt wird. Ich befürchte aber, gerade wenn ich solche Unterstützer der palästinensischen Sache sehe, dass ein freies Palästina ein weiterer Shithole-Staat im Nahen Osten würde.